So, wir messen jetzt die Kapazität in Abhängigkeit von der Plattendicke. Das heißt, wir werden Spannung anlegen. Wir werden die Ladung messen, die abgeflossene Ladung messen, mit Hilfe des Kugelkonduktors. Und dann werden wir schauen, wie der Zusammenhang zwischen der Kapazität des Kondensators ist und dem Plattenabstand. So, wir fangen an mit dem ersten Plattenabstand. Wie groß war der? 0,4. Okay, dann machen wir 0,4 Zentimeter einmal da bitte hin. Und dann machen wir jetzt alle Geräte an. Und dann legen wir los. So, 0. So, wir stellen jeweils 3000 Volt ein. Und es geht los. Ja, jetzt haben wir ziemlich genau 50 Nanoampere Sekunden. 50 Nanoampere Sekunden bei einem Plattenabstand von 0,4 Zentimeter. So, wir machen das Sicherheitsgründe zwischendurch aus. So, jetzt tausche ich die Abstandsplättchen aus. Und die blauen, welchen Abstand, welche Größe hat die? 0,3 cm. Okay, dann lege ich jetzt die blauen dazwischen. Das heißt, wir können jetzt eingeben 0,3 cm. Und dann machen wir den gleichen Versuch nochmal. Wenn unsere Intuition uns nicht trügt, dann müsste jetzt ein bisschen mehr Ladung abfließen. Ja, bei der gleichen Spannung. Schauen wir mal, was passiert. So, machen wir an. Das muss erst entladen werden hier. So, und jetzt habe ich wieder 3 Kilovolt. Und wir schauen, was passiert. Ja, das ist mehr. Ja, schauen wir mal, wie viel das jetzt insgesamt ist. Wir sind jetzt bei 63 Nanoampere Sekunden. So, einmal wieder entladen und dann müsste ich nochmal den nächsten nehmen. Ich vermute mal, das sind 0,2 cm. Ja, dann nehmen wir mal die roten jetzt. Also 0,2 cm. So. Aber jetzt. Ja, passiert. Jetzt sind wir bei 70 Nanoampere Sekunden. So, 70 Nanoampere Sekunden. So, und dann können wir jetzt in die Auswertung gehen. Ja, bitte alles in den Taschenrechner eingeben und jetzt mal eine Auswertung machen. Rechnet erst die Kapazität aus jeweils. Du kannst das auch schon mal direkt machen. Kapazität ausrechnen. Und dann mal schauen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Kapazität und Plattenabstand.